doch, Rüdiger, du musst schlafen, lange schlafen, nicht mehr nachdenken. Schlafen, schlafen! Dazu ist Gelöstheit nötig! Sieht hier irgendwer, irgendwo Gelöstheit? Ich bin nicht wahnsinnig! Ich weiß genau, was ich tue! Weißt du, was bleibt? Caligula ist die Geschichte eines Herrschers, der an die Macht kommt und alle sind von ihm begeistert. Und aufgrund des Todesfalls seiner Schwester, mit der er aber auch ein Liebesverhältnis hatte, verändert sich sein Verhalten komplett und er wird sehr grausam. Als klar ist, dass man mit dem Leben gar nicht davon kommen kann, ist der Widerstand erst so, von allen so groß, dass man gemeinsam beschließt, ihn umzubringen. Wir müssen zumindest anerkennen, dass Caligula einen unbestreitbaren Einfluss ausübt. Er zwingt zum Denken. Er zwingt jeden zum Denken. Wir kommen leider immer wieder an Punkte, dass wir Herrscher haben, Tyrannen haben, die sehr gefährlich für uns werden können. Und die Menschen müssen anscheinend in jedem Jahrhundert wieder neu lernen, sich gegen diese Einflüsse zu wehren. Siehst du dieses Gesicht? Gut. Sieh es dir genau an. Jetzt hast du deinen Feind gesehen.